Eine akustische Gitarre besteht aus einem Hals mit den darüber gespannten Saiten und einem Klangkörper, Korpus genannt, der den Klang verstärkt. Dieser Resonanzkörper besteht aus Boden, Zargen und Decke. Hier bei der Gitarrenmanufaktur Hanika beobachten wir die Entstehung einer Konzertgitarre. Etwa 220 Arbeitsstunden werden benötigt, um ein Instrument zu bauen. Das Holz einer Gitarre ist ein lebendiges Material. Zunächst muss es hier 5 Jahre lang lagern. Harte Hölzer für den Boden und den Hals, weichere für die Decke. Der Firmenleiter, Herr Hanika, zeigt uns 2 spiegelgleiche Brettchen aus dem extrem harten Grenadillholz, aus denen man den Boden für ganz wertvolle Instrumente zusammenleimen könnte. Hier sehen wir die 2 Teile eines Bodens aus einem anderen Holz der Palisander-Familie für die Serienproduktion. An den gehobelten Kanten leimt sie Herr Hanika in dieser Vorrichtung fest zusammen. Für den guten Klang eines Instruments benötigt man immer sorgfältig ausgewählte Hölzer. Die Decke der Gitarre besteht aus Weichholz. Auch hier sind, wie beim Boden, 2 gespiegelte Teile zusammengefügt. In einer Maschine erhält die Decke ihre endgültige Form. Auch das bekannte kreisförmige Schallloch der Gitarre wird ausgefräst. Dann leimt der Gitarrenbauer die verzierte Rosette als Umrandung ein. Über der Decke verlaufen später die gespannten Saiten. Daher muss diese Gitarrenbauerin das relativ dünne Holz durch verschiedene Leisten auf der Innenseite verstärken. Nur so kann der Resonanzkörper dem Zug der Saiten standhalten und den Klang optimal verstärken. Zur Verfeinerung bearbeitet die Mitarbeiterin die Leisten noch von Hand nach. Die Zargen der Gitarre bestehen aus sehr dünnem Holz. Die angefeuchteten Brettchen kommen in die etwa 150 Grad heißen Formteile dieser Presse. Schon nach einigen Minuten kann man die 2 fertig gebogenen Zargenteile entnehmen. Die 2 Zargenteile leimt dieser Gitarrenbauer zu einem einzigen Stück zusammen, zum sogenannten Zargenkranz.
Nun beginnt der Zusammenbau der Hauptteile der Gitarre: Boden, Zargenkranz und Decke. Nach dem Leimen kommt dieser sogenannte Korpus in eine Presse. Die empfindlichen Kanten des Instruments werden mit Zierstreifen geschützt. Die Gitarrenbauerin passt sie an und leimt sie ein. Zur Fixierung umwickelt sie den Korpus rundherum wie ein Paket mit einer Schnur. Der Hals der Gitarre muss dem Zug der Saiten standhalten und daher mehrfach verstärkt werden. Auf das vorbereitete Halsbrett leimt der Gitarrenbauer das sogenannte Klötzchen auf. Später wird das Griffbrett aus Ebenholz aufgeleimt und der Hals erhält seine endgültige Form in einer vollautomatischen CNC-Fräse. Jeder kennt die Metallstreifen, die Bünde, die später erst das saubere Verkürzen der Saiten mit den Fingern der linken Hand ermöglichen. An ganz genau festgelegten Stellen schlägt der Gitarrenbauer die Bünde in das Griffbrett ein. Das Zusammenfügen von Hals und Korpus erfordert große Genauigkeit. Erst wenn alles gut angepasst ist, kann der Gitarrenbauer den Hals einleimen. Eine Gitarre soll nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen und ihre Oberfläche muss geschützt sein. Daher wird sie geschliffen, lackiert und schließlich poliert. Die Saiten einer akustischen Gitarre bestehen heute meist aus Nylon. Stahlsaitengitarren würden zusätzliche Verstärkungen im Hals benötigen. Zum Abschluss der Arbeiten bezieht der Gitarrenbauer das Instrument, so nennt man das Einspannen der Saiten. Zuletzt stimmt er die Gitarre.
Dabei hilft ihm die sogenannte Mechanik, die im Kopf des Instrumentes sitzt. An den Drehknöpfen ist ein Schneckengewinde befestigt, das das Stimmen erleichtert. Bevor die fertigen Instrumente versendet werden, überprüft Herr Hanika die Gitarren. Nun kann er beurteilen, ob sich die Mühe seiner Mitarbeiter, ein möglichst perfektes Instrument zu bauen, gelohnt hat.